Medikamente mitgekriegt. Katerchen sollte sich dann entwässern. Ups. Wir haben die Tabletten auch so mit Ach und Krach halt in ihn reingekriegt, aber ja, es hat nichts gebracht. Am nächsten Tag war er immer noch so komisch drauf. Dann, so. Nochmal hingegangen, glaube ich, ein paar Tage später. Und dann, die Ärztin sagte, ja, alles klar, dann behalten wir ihn einfach mal hier. Hängen ihn an einen Tropf mit so einer Lösung, die seinen Körper halt oder seine Lunge entwässert. Es hat sich ja auch gebessert. Anscheinend. Oder es hat den Anschein gemacht, als ob es sich verbessert hat. Weil, er hat die Tierärztin wieder ein bisschen angekeift, so von wegen, ey, lass mich in Ruhe, ich will hier, ich will, dass du weggehst. Alles klar, haben wir uns auch gedacht, hey, cool, der, damit ich hier wieder hoch und runter komme. Cool. Der will wieder. Alles klar, machen wir. Wir sollten ihn aber am nächsten Tag zur Kontrolle nochmal mitbringen. Okay. Wollten wir machen. Und dann, Sekunde, ich gucke mir nochmal kurz das Video an. Okay, wechsel das Dach. Mist. Und dann ganz abends schon versucht, ihn irgendwie mit Futter was geben zu können. Hat er aber nicht gewollt und ja. Okay. Gut. Wenn er nicht will. Ja, da war es schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Hier. Waren wir so ein bisschen am Rumüberlegen. Alles klar. Mal gucken, ob er es die Nacht nochmal durchsteht. Wenn ja, yippie. Richtig cool. Dann zeigt es da. Zeigt er uns wahrscheinlich oder vielleicht. Unter Umständen, dass er vielleicht noch will. Oder eben halt nicht. So, das sind Bretter. Dann haben wir halt... Nein. Hat gedacht, hey, cool, der will noch ein bisschen. Bei uns bleiben und so und dann. Am nächsten Morgen wir uns natürlich fertig gemacht. Hey, neuer Spawnpunkt. Mal in einem anderen Bett. Wir haben uns dann fertig gemacht und dann wollten wir den anderen Katzen. Haben wir Futter gegeben, weil die wollten ja auch was zu fressen haben. Und dann ist darüber, ne? Ja. Und dann haben wir das aber halt so gemacht, dass wir dem Kater Sekunde mal, habe ich mich da jetzt verbaut? Glaube schon. Naja, aber dann habe ich das wohl so gemacht, dass ich dem Kater einfach mal eine Schale Futter einfach vor die Schnauze gehalten habe. Das fand sein Gemüt anscheinend wohl nicht so lustig.
Denn er hat dann angefangen zu würgen. So, alles klar, gut. Will er wohl nichts haben. Problem war aber auch, ja, dadurch, dass er dann halt angefangen hat zu würgen, er hatte es halt dann auch automatisch mit dem Herzen. Sein Herz wohl stehen geblieben ist. Und ich das Futter natürlich weggepackt. Huch. Verkehrt. Die Futterschale natürlich weggepackt. Ich dachte, ja, alles klar, er will nicht mehr. Er will doch nicht. Und im nächsten Moment höre ich dann halt, wie er anfängt zu krampfen. Eieiei. Boah, liebe Leutchen, das will ich euch echt nicht gönnen, dass ihr sowas miterlebt. Weil... Ups, nein. Kehrt. Glaubt mir, das wollt ihr echt nicht miterleben oder hören. Ging dann halt an zu krampfen. Und hat sich richtig stocksteif gemacht. Kopf nach hinten. Und im nächsten Moment, ja, hat er sich nicht mehr gerührt. Hier, glaube ich, habe ich falsch angefangen. Kann das sein? Boah, das war richtig übel. Meine Frau natürlich total hysterisch geworden. Ich nicht so, ich war mehr so der kühle, klardenkende Typ. Und ja, er hat sich halt nicht mehr bewegt. Hat einen zu weit. Guck mir das Video nochmal kurz an. So, okay. Da hat er einen gemacht. Hey. Hey. Gott. Boah, blöde Sonne. Shit. Aber ich habe mich ein bisschen verbaut. Na egal. Jedenfalls, ja, er hat dann halt angefangen zu kämpfen. Herzchen hat das nicht mitgemacht, deswegen wahrscheinlich krampft und dann kam auf einmal eins zum anderen. Jemand ist er schlaff geworden und wo sein letztes Lebenslicht ausgehaucht. Voll übel. Aber jetzt können wir wenigstens sagen, ja, lange leiden wäre jetzt zynisch, aber ich weiß nicht, was man dazu sagen sollte. Oder dazu sagen kann. Es ging halt sehr schnell. Wenigstens hat er jetzt keine Leiden mehr. Sagen wir es mal so. Muss ich da nur hin und runter bauen? Sekunde, ich gucke mir das Video nochmal kurz an. Was er gemacht hat.
Ich glaube, den Fehler habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ach ja. Ja, aber wie gesagt, ich wünsche das eigentlich niemandem, dass er sowas miterleben muss. Und das habe ich auch zum Beispiel gestern. Nee, Quatsch, gestern? Wir haben heute, Tag der Aufnahme, 30.06. Dienstag. Das habe ich zum Beispiel auch. Nee, Mittwoch. Entschuldigung. Habe ich auch meinen Jungs erzählt. Beim Stream. Boah. Und die waren auch fertig. Ist aber auch eine scheiß Situation dann. Also die hatten auch so ein bisschen so, ach Mensch. Scheiß Downer. Und wie gesagt, ich hoffe, es geht ihm gut. Jetzt. Da, wo er jetzt ist. Ja. Ach Mensch. Sind dann auch noch zum Tierarzt hingefahren. Der konnte natürlich aber auch nichts mehr machen. Haben denen aber noch Bescheid gesagt, so von wegen, hey, ne, er hat's leider doch nicht geschafft. Und jetzt macht er hier die andere Seite. Ist vorgespult. Ah, und das machen wir auf der anderen Seite natürlich auch. Hoppala. Gut. Oh, wo? Habe ich nur so einen Stamm, habe ich. Das wäre das Stammlokal für meinen Stamm. So. Okay. Ach, ich habe ja auch noch einen vergessen. Guck. Zick. Nee. Wie gesagt, ich bin eigentlich, sagen wir mal, relativ happy, dass er jetzt sich nicht mehr quälen muss. Und naja. Er hat dann auch so ein schönes Grab bekommen. Dass wir ihn geschaufelt haben. Ach ja. Oh, ein Fliegen, kleiner Fettsack. Wir haben ihn gemocht. Hey, Katzi. Katze. Ach ja. So. Ich glaube, ich mache diese eine Hälfte vom Dach jetzt. Nein. Noch fertig. Und dann mache ich hier erstmal wieder eine kleine Pause. Okay, und jetzt muss ich mir hier mit Stufen weitermachen. Habe ich hier jetzt richtig gebaut? Eigentlich müsste hier doch noch einer drauf, oder nicht? Au. Okay, die Dinger habe ich wieder mit aufgesammelt. Das ist gut. Bin ich jetzt doof oder blind? Oder
schlecht. Ups. Sekunde, ich gehe nur mal kurz schlafen. Zack. Das ist jetzt ein bisschen strange. Ach, Schellen. Wer weiß, vielleicht habe ich hier wieder ein bisschen Bock missgebaut. Ah, ja. Gut. Ah ja, und ich könnte eigentlich auch in der nächsten Folge dann erzählen. Ah, falsches Knöpfchen. Ich glaube, ich habe das. Entweder habe ich das in Minecraft erzählt oder im Stream, dass mein Auto ja leider kaputt gefahren ist. Und was heißt kaputt gefahren? Ein Arbeitskollege, der hat es halt. Ja, habe ich. Ich bin blöd. Die brauche ich jetzt noch. So. Nee, wie gesagt, ich habe ja mein Auto, oder sagen wir mal, ein Kollege hat mein Auto geschrottet und es kam dann halt die Frage auf, ja, Schaden und so, wer zahlt denn dafür und hier und da und da und hier. Die Schuldfrage an sich ist geklärt. Leider, upsala. Hat die Versicherung aber gesagt, oder der Gutachter, es war nämlich ein Gutachter hier bei uns, für Autos, ein Schadensgutachter, und der hat dann gesagt, ja, guter Mann, tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Auto ist wirtschaftlich gesehen ein Totalschaden. Au. Das bedeutet, der Gesamtwert vom Fahrzeug oder der Wiederbeschaffungswert abzüglich des Restwerts, das ist irgendwie ein bisschen ganz komische, komplizierte Rechnung, der Reparaturwert, ist höher als der Restwert des Fahrzeugs. Das heißt, würde ich dir das Auto jetzt so wie es ist, mit der Schramme da drin, verkaufen, würde irgendein Händler, hatte glaube ich ein Angebot gemacht mit 1700 Euro oder sowas. Das Auto an sich hat einen Restwert von was war das? 3.100 Euro oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, ganz grob rechnet. Und aber die Reparaturkosten wären über 3.500 Euro. Das heißt, da ist die Differenz zu groß. Es gibt zwar so eine 130% Regel im Verkehrsrecht. Da hat mir der Verkehrsanwalt, ich durfte mir einen Anwalt nehmen, kostenlos, der hat mir das dann so erklärt. Weil wir Deutschen ja so ein autoliebendes Volk sind, hat das Gericht uns, oder haben die Gerichte gesagt, ja, wir können das nicht verantworten, dass oder die haben uns halt nochmal so einen kleinen Bonus obendrauf zugesprochen. Irgendwie so ganz komisch. Ganz komische Regelung. Es gibt da auch so einen Richterspruch. Und die haben dann gesagt, alles klar, 130% Regel, ne, auf die 3.100 Euro packen wir nochmal 30% drauf. Ist aber immer noch zu wenig gewesen, also wirtschaftlich ist das Auto ein Totalschaden. Richtig toll. Und was daraus geworden ist, das erzähle ich
im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich einen Traum auf den Tag. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.